Ich weiß jetzt, wie man die Former deaktiviert. Gut. Dann sorge dafür, dass sie schweigen, bevor es zu spät ist. Meine Gildenzugehörigkeit sieht folgendermaßen aus. Es hat lange genug gedauert, Kleriker zu werden. Und das werde ich auch bleiben. Sehr gut. Dann ist das hiermit endgültig geklärt und wir können uns den letzten Vorbereitungen für die Auseinandersetzung mit den Skynes widmen. Wie geht's denn jetzt weiter in der Bastion? Die sechste Macht braucht endlich einen starken Partner. Jetzt ist nur noch die Frage zu klären, welche große Gilde wird es sein? Deine Grundausbildung hast du ja schon bei einer der großen Gilden absolviert. Dann macht es auch wenig Sinn, bei einer anderen anzufragen. Sie würden dir als Anführer der sechsten Macht nicht vertrauen. Also hast du damit den zukünftigen Partner der sechsten Macht eigentlich schon bestimmt. Jetzt geht es nur noch darum, die Sache dingfest zu machen. Was muss ich tun, um die Sache mit der Partnergilde der sechsten Macht voranzutreiben? Du hast eine Grundausbildung bei den Alps absolviert, also sind die Alps unser potenzieller Partner. Dann müssen wir jetzt nur noch klären, wie wir sie dazu bringen, sich uns anzuschließen. Sie brauchen ihre größte Streitkraft natürlich in ihrem Hauptquartier und die werden sie dort auch nicht wegbewegen. Aber ich bin mir sicher, dass sich noch weitere große Teile ihrer Truppen irgendwo versprengt in den Ländern befinden. An die müssen wir herankommen, sie von unserer Sache überzeugen und sie in der Bastion stationieren. Keine leichte Aufgabe, aber mit ein bisschen diplomatischem Geschick. Wo soll ich nach den versprengten Truppen der Alps suchen? Soviel ich weiß, ist Sestak immer noch Commander zahlreicher außenstehender Truppen der Alps, die Separatisten. Du kennst ihn. Und hat es schon im letzten Krieg gegen die Elexitoren gekämpft. Das ist auch heute noch so. Es wird schwer, ihn zu überzeugen, seinen Kampf gegen die Elexitoren auf Eis zu legen und sich uns anzuschließen. Doch wenn eine Partnerschaft mit den Alps gelingen soll, musst du Sestak davon überzeugen, seine Separatisten in der Bastion versammelt zu stationieren. Ich habe keine Ahnung, wo die Separatisten aktuell ihren Unterschlupf haben. Doch ich weiß, dass sie in letzter Zeit häufig in den nördlichen Ruinen von Karakis operieren. Finde die versprengten Truppen und bring sie in die Bastion. Nur so bekommen wir genug Streitkräfte für die Aufgaben, die vor uns liegen. Okay. Sonst noch jemand? Uli, was zu sagen? Nächste. Alles okay? Kümmer dich um. Oh, wo ist. Nehmen wir Falk mit. Er hat diplomatisches Geschick. Nein. Nesti hat kein diplomatisches Geschick. Wir haben es mitbekommen. Wir wissen es. Die Fläche. Das brauche ich nicht. Also traurig. Falk! Mitkommen. Selbstverständlich. Okay, was sagt mir das Lock an? Oh, der hat letztens so ewig lang geredet. Direkt neben uns. Okay. Legen wir da einfach hin. Ich nehme mir eine Blume mit. Behandlungsgeschick. Oh, der kann sich auch teleportieren. Cooler Typ. Vielleicht ist er ein Spion der Skyans. Ich hab dich durchschaut, Spark. Lass zurück tanzen. Ich will leben. So wenig Elex wie das Ding verbraucht. Ein Kampf. In der One-Shot-Karle.
Ein Blaster habe ich mir gekauft. Der wird auch noch getestet. Aber zuerst. Du hast Brot. Ich habe kein Brot mehr. Nein! Okay. Ich schätze, sie sind bei der kleinen Hütte da oben. Wenn ich nur ein bisschen aufwärts fliegen könnte. Oh, so träge. Das ist schon fast auf 50% auch. Weg, um die Waffe zu testen. Natürlich wusste das. Natürlich tust du das. Okay. Wir werden doch nicht in dieser kleinen Hütte dort leben, oder? Okay, komm mal, du kleines Ding. Ah, Mist. Raus mit dir auf den Boden. Au. Ui. Oh, das macht ja noch immer Schaden. Verdammt. Verlass mich zu viel auf die Fähigkeiten hier. Oh, Zeit für Kaugummi. Warum macht das so viel Gesundheit? Macht Kaugummi so viel Gesundheit weg? Dort wäre seine Ratte begraben. Und wir machen uns einen Spieß draus. Naja. Ah, Lasergewehr. Nein, Jesus. Gutes Ziel. Ich sehe ja schon, mein Lasergewehrziel. Nicht das Beste. Das ist das vorige Alp. Finde die Tür. Finde die Loot. Da wird geschummelt. Yeah. Da werde ich doch noch ein bisschen Brot noch finden. Oh, so viel Loot hier draußen. Wollte ich noch eine weitere Bleischrotflinte finden. Jetzt ab. Schrot liegt hier genug herum. Das Schrothaus, wie es ausschaut. Wäre lustig, wenn ausgerechnet hier eine legendäre Waffe wäre. Aber das glaube ich kaum. Ein normales Haus. Nach ein Stück. Können wir mal schauen, wie weit wir dort sind. Aus dem Weg, aus dem Weg. Was wir sehen oben, wurscht. Da drinnen haben wir auch was gesehen, das war nur Bier. Interessiert niemanden. Ja, eigentlich interessiert es viele Leute. Aber es ist nicht gekühlt gewesen, also uninteressant. Ist das die Basis? Ist das kleine Ding hier? Kann nicht sein. Doch. Haben die gelbe Rüstungen wenden? Na Gott sei Dank. Die Separatistenrüstungen schauen fast besser aus als die Alprüstungen. Das kleine Blau stört mich ungemein. Ha. Jax, die Bestie von Xakor. Und somit kreuzen sich also doch wieder unsere Wege. Das tun sie. Es ist nicht leicht, dich oder deine Leute zu finden, Sestak. Ihr habt dazugelernt. Jahre der Einsamkeit und ein Leben im Schatten haben uns Separatisten fast unsichtbar werden lassen für den Rest der Welt. Deine Anwesenheit hier allerdings lässt mich vermuten, dass es damit nun vorbei ist. Ist das so offensichtlich? Du wärst nicht hier und hättest uns gesucht, wenn du kein Anliegen an uns hättest. Also,
Was willst du von uns? Deine Voku Fry-Stimme. Das will ich. Ich will eine Kampftruppe aufbauen, die gegen die Skyens in den Krieg zieht. Ja, ich kenne deine sechste Macht. Und ich kenne auch den Mann, der sie ins Leben gerufen hat. Eine Ironie des Schicksals, würde ich es nennen. Dass ausgerechnet der Mann, den wir im letzten Krieg so verbissen bekämpften, jetzt unser aller Heilsbringer sein soll. Ich bin jetzt der Anführer der sechsten Macht. Ihr würdet an meiner Seite kämpfen. So wie man dich kennt, gleich mit der Tür ins Haus fallen. Du glaubst also, dass wir Separatisten unsere Deckung aufgeben und mit dir in den offenen Krieg ziehen? Komm schon, Sestak, wir haben schon mal das Unmögliche geschafft. Wir könnten es wieder tun. Mag vielleicht sogar sein, dass wir gemeinsam eine Chance gegen die Skyans hätten. Doch haben wir gerade ein ganz anderes Problem. Wie du weißt, lehnen wir immer noch ab, unter der Direktive der Elixitoren zu leben. Diese lässt eine Koexistenz mit uns aber leider nicht zu. Für die Elixitoren sind wir ein Ärgernis, das aus der Welt geschafft werden muss. Darum haben sie kürzlich ihre Suchbots entsandt, um uns aufzuspüren und zu bekämpfen. Wir werden kaum Handlungsspielraum haben, wenn wir an jeder Ecke von unserem eigenen Volk gehetzt werden. Wo sind diese Maschinen? Ich werde mich darum kümmern. Es ist nicht dein Problem. Jetzt schon. Wenn ich euch mit dem Ausschalten dieser Dinger dazu bewegen kann, dass ihr euch uns anschließt, ist es das wert. Die Elixitoren wissen genau, dass wir uns selten sehr weit von unserem eigenen Volk entfernen. Also lassen sie ihre Suchbots durch die Straßen und Ruinen von Ignadon ziehen. Hast du ihre Signatur, damit ich sie auch finde? Ja, hier hast du sie. Ich fürchte allerdings, dass sie dich eher finden als du sie. Warum sollten sie mich aufspüren wollen? Sie suchen doch euch. Einige Elixitoren wollten nicht, dass wir diese Maschinen täuschen und ihnen vorgaukeln könnten, dass wir immer noch zum einfachen Volk der Alps gehören. Also haben sie kurzerhand auf alles scharf geschaltet, was sich bewegt. Im Ernst? Du weißt doch, wie das läuft, Jax. Kollateralschäden sind akzeptabel, wenn das Ziel einmal erreicht wurde. Wer hat so etwas veranlasst? Wer ist der Kerl, mit dem ich reden muss, damit er die Dinger wieder abstellt? Ja, komm. Ich glaube kaum, dass sich jemand im Depot finden lässt, der sich dazu bekennen wird. Zu viele Unannehmlichkeiten wären die Folge. Vielleicht finden wir es ja noch heraus. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ich fürchte, wir werden die Situation annehmen müssen, wie sie ist. Ich habe meinen Leuten bereits signalisiert, dass sie im Hintergrund bleiben sollen, solange die Maschinen nach uns suchen. Sehr beruhigend. Dann stürzt dich nicht, wenn ich mal ein bisschen euch durchknacke, was ich finde. Sehr schwierig. Was gibst du mir? Oh, weiches Toilettenpapier. Oh ja, genau das will ich. Oh. Oh, mit Falk werde ich immer ein bisschen perverser, glaube ich. Seine Schuld eindeutig. Irgendwer mal den Namen hat. Gott. Kein Name. Immer kein Name. Perfekte Landung. Ah, da war man. Da hat hier oben jemand ein Date gehabt. Bauplan für Sperre. Das ist gar nicht schlecht. Was haben wir hier unten? Riecht doch nach legendärer Loot, oder? Was sagt die Karte? Die Karte sagt... Danka. Also die Frau, die eine Frau, der ich Geld geben würde, wollte, für
Geheimnis lüften. Oh, ich bin ein Elex. Neben. Jetzt. Er trifft mich mit Feuerball. Sehr effektiv als Stahl-Pokémon. Und Ruid Falk ist auch ein Stahl-Pokémon. Wie nimmst du eine Entscheidung vor, wenn du kein Zahlenmaterial hast, auf das du sie stützen kannst? Intuition. Und wenn du dich irrst? Improvisation. Deine Talente hätte ich gerne. Ah. Falk. Der mag. Den muss man mögen. Und er mag mich auch. Ganz selten in diesem Spiel. In der Brust. Alles raus haben, was wir haben da. Effekt davon macht es richtig gut. Dann brauche ich nur Haymaker werfen. Ah, Truthahn. Schwache. Nicht bei keinem kleinen Truthahn. Komm her. Truthahn. Mist. Oh. Nein, mein Kill. Oh, Mist. Oh, gut, dann. Freistoß vermasselt oft. Mist. Gott, damit, Falk. So viel Pressure auf deiner Seite. Von deiner Seite. Ich sollte mich aufs Reden konzentrieren, dass ich nicht so viel Schwachsinn rede. Ist dein Auto kaputt oder alt? Dann komm zur Schrottanstalt. Sei schlau und überleg weise. Wir haben einfach die besten Preise. Ach, herrje. Das hört sich genauso bescheuert an wie der andere Text. Das kann ich so nicht lassen. Oh, das war Scrappys Stimme. Ich höre sie. Zum Fleisch, warum nicht? Davon haben wir auch genug. Ist dein Auto kaputt oder alt? Das war's. Ist das Auto auch noch so entstellt? Wir geben dir trotzdem jede Menge Geld. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht machen. Damit mache ich mich zum Gespött der ganzen Stadt. Armer Typ. Was ist der Rest? Ist dein Auto kaputt oder alt? Dann komm zur Schrottanstalt. Wir sind alles andere als Abzocker. Für deine Schrott gibt es genügend Schotter. Oh Mann, bei so einem Werbespruch werden mich doch alle auslachen. Nee, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Das war der Beste von den drei. Nimm den, nimm den. Klebeband. Okay, gib mir einen leichten, bitte. Sieben, drei. Perfekt. Informatiker. Wer? Legendäre Loot. Nur ein bisschen Elixir. Da habe ich noch Zeit zum Looten. Wenn sich Kampfroboter ausschalten soll. Das ist ein
Und da hätte sie hinter mir. Ja, ja. Ah, irgendwo hin. Da könnte was Legendäres liegen. Darauf ist der Fokus. Diesen Mistgrube, der legendäre Streitkolben. Na, beschädigt. Kann trotzdem legendär sein. Schrotmuni, das Beste. Das ist wirklich legendär mal. Pfeile auch. Sehr schön. Irgendwas kleines Ratte. Komm zurück. Gutschack. Ich bin ausgewichen, dass ich ihn gut schießen kann. Deswegen kommt mir das alles schon bekannt vor. Da ist noch ein Eingang. Oh, die Gegner waren gerade zu schwach, um mir was Legendäres zu geben. Mittlerer. Der mächtige Elextrank. Oben. Die sind in diesem Spiel nicht so viel wert, die haben sie ein bisschen schwächer gemacht. Gut, dass ich nicht in Chemie reingesteckt habe. Im alten Spiel habe ich alles in Elextränke gesteckt, damit ich mich zu Kampffähigkeiten raufleveln kann, dass mein Schwert nicht nutzlos ist. Ich bin, glaube ich, die ersten 15 Stunden mit der gleichen schwachen, bestätigten Kampfaxt rumgerannt, weil ich einfach nichts in die Hand nehmen konnte. Aber Helix 1 ist sowieso extrem schwierig im Vergleich zu diesem Spiel. Extremst. Ah, nur kleinen Schrott. Immer Muckefuck. Ey, was geht ab mal? Runter von meinem. Ach. Ich dachte kurz, das ist eine Waffe. Was war das für eine riesige Stange Zigaretten einfach? Okay. Da ist diese Stadt. Da unten könnten wir doch reinschauen. Schrott. Wir wollen noch Mini-Loot. Wenn ich keine Bleischleuder finde, zahlt sich die nicht aus. Weiße Ratte. Das ist schon eine Zigarette. Naja. Dann halt nicht. Oh. Hätten sie sie nicht noch mehr verteilen können? Verdammt. Ah. Ah, es sind die kleinen Maschinen. Die geben, wenn dann einen guten Fight dann. Super. Da drüben. Habe ich guten Fight gesagt? Epischen Fight anscheinend. Schießen, nicht schießen. Krass, krass. Verdammt. Uff. Schießen zu wollen. Mach weg, Falk. Verdammt. Ach du. Verdammt da. Ich hoffe, die Kralle macht da ein bisschen Schaden. Ich
Ist ja eklig. Da haben sie doch noch ein paar stärkere Gegner zum Schluss rausgeholt. Ich schätze, das hat alle erwischt. Schau dir dieses Ding an. Schau dir dieses Ding an. Alles. Verdammter Schaden, den die machen. Krass. Echt krass. Da haben sie dir echt was in die Fresse geworfen. Schneesiedlung. Weit weg geglitscht. Da ist er gleich hier. Machen Schaden, sehr krass. Ja, da werfen sie dir alles entgegen, was sie haben. Volles Haus. Nicht mal mit Top-Shots komme ich da durch. Du wirst doch gar nicht reinkommen. Er kommt hinein. Er kommt einfach ins Haus. Das ist Teil. Okay. Wird er hier durch. Bald regelt gerade irgendeinen anderen Fight. So ist auch hier. Was brauchst du da unten, Falk? Hilfe? Ja, ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Es killt mich gerade alles. Dann kann ich in Granaten investieren und fangen. Interessantes. Oh, welches Klopapier ist interessant? Oh, oh Mann. Ja. Unglaublich.
Die starken Gegner hier sind unglaublich. Wie viele Menschen hier früher wohl lebten? Okay, ich loote das Haus hier fertig, wenn die Folge, ist jetzt vorbei. Und dann mache ich die nächsten Fights später weiter. Mit wahrscheinlich Granaten. Peace out.